und einfach nichts hören. Ich will nur da sein und du darfst mich stören. Mach, was du willst, ich darf das ja auch. Nimm dir von mir, was du brauchst. Seit Monaten haben Thorsten Reindorf und Gerald Jude nicht mehr vor Publikum gespielt. Und auch heute ist alles anders. Beim Silent-Konzert kriegt nur was auf die Ohren, wer Kopfhörer trägt. Ein Nein kann ich nicht ertragen. Ein Vielleicht halte ich nicht mehr aus. Ich will nichts mehr hören, bitte. Bitte. Hör auf. Wahnsinnig rücksichtsvoll für die Anwohner, sogar der Applaus ist geräuschlos. Dennoch ein Erlebnis, das die Musiker vermisst haben. Ich bin überwältigt. Erste Konzert nach 5 Monaten vor Menschen. Ich bin überwältigt. Was tatsächlich ganz spaßig ist, es gibt ja bei Konzerten auch immer Leute, die irgendwie reden oder stören. Ich hatte die ganze Zeit Angst vor dem Fahrradweg, der ja zwischen uns und dem Publikum ist. Und das hat mich überhaupt nicht gestört, weil du halt wirklich ganz konzentriert sein kannst. Du kannst auch gucken auf die Leute. Die sind auch viel aufmerksamer. Ein Corona-gerechtes Konzert. Wenig Leute, viel Abstand, draußen. Ausgedacht hat sich das Ganze ein Berliner Verein. Wir sind das Asphaltkollektiv Berlin. Wir haben uns gegründet vor 2,5 Jahren, um Straßenkünstlern eine Bühne zu geben. Und jetzt endlich wieder Konzerte draußen. Mit Abstand und Kopfhörern. Kopfhörer nicht nur wegen Lärmschutz, sondern auch, weil wir dann die Anzahl der Zuhörenden begrenzen können. Erlaubt sind derzeit 100 Leute. Gegen 10 Euro Pfand gibt es einen frisch desinfizierten Kopfhörer. Noch in die Anwesenheitsliste eintragen und ein Plätzchen suchen. Das ist kein Problem hier auf dem Parkplatz hinter Karstadt am Hermannplatz. Der Radweg sichert den Abstand zur Bühne. Und dann gibt's für jeden Einzelnen den gleichen Musikgenuss, egal wie weit die Musiker entfernt sind. It's Friday tomorrow. By golly, the weekend's almost here. Well, thank goodness it's Friday specials. Cold beer and deep fried pickles. Served by my favorite waitress, Jess. I'm going right after I finish my evening shift. Alle 2 Wochen bringt das Asphaltkollektiv die unterschiedlichsten Musiker auf die Asphaltbühne. Statt Eintritt freuen sich die Macher über Spenden, von denen auch die Künstlergagen finanziert werden. Ja, es ist eine große Gelegenheit, würde ich sagen. Weil, wie du gesagt hast, es ist sehr schwierig, in dieser Zeit Auftritte zu bekommen. Und ich war auf jeden Fall dankbar. Das ist auch ein Auftritt, was auch bezahlt wird. Und ich arbeite tatsächlich als Musiker, deswegen schätze ich das auf jeden Fall sehr und mehr damit. Wirklich, es war geil. Es ist sehr angenehm gewesen, war toll, tolle Musiker, schöne Stimmung, ganz unkompliziert und mal wieder endlich was. Endlich wieder was live. Ich bin voll auf Entzug. Mit Ideen wie dem Silent-Konzert lässt sich die Durststrecke ja überbrücken. Morgen schon zum nächsten Mal. Time to mow the lawn.